Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Meo. Wir spielen heute wieder ein bisschen Alien Isolation. Wir machen gerade da weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, und zwar hier. In diesem, ja, wie soll man das nennen? Hauptquartier? Vorläufiges Hauptquartier. Und wir müssen... Ach ja, genau, wir haben nämlich einen fucking Flammenwerfer bekommen. Jetzt hol doch deinen Geil. So, und wir sollen zum Lawrence Tech Turm kommen. So wie ich das verstanden habe. Ich habe aber keine Ahnung, wo der sein soll. Also laufen wir einfach mal rum. Ja? Wir gucken uns ein bisschen um. Oh, das ist der Serverraum. Nice. Mhm. Kabel. Ja, okay. Wir suchen uns einen Weg. Sag mal, steht da auf der Karte nichts? Gehen Sie zum Lawrence Systech Turm. Okay. Ach, da, nee. Hä? Doch. Ich muss da unten durch. Ja, okay, gut. Laufen wir einfach mal. Achso, warte mal. Leuchtfackel brauchen wir nicht. Hier drin waren wir auch noch nicht. Terminal. Schauen wir uns das mal an. Privat freigegeben Audio. Eine Art Parasit. Ah, nee, warte mal. Beschlagnahmt. Ich glaube, das haben wir uns schon mal angehört. Na, wie geht's denn so? Ich kann da nicht hin. Wir laufen einfach mal Richtung Systech-Turm. Moin. Da sagt auch keiner Hallo. Hä? Hä? Was? Was soll denn hier sein? Da ist zu. Da ist zu. Also bleibt uns natürlich nur hier. So. RIP Sevastopol. Jo. Okay, da links. Ripley, hier. Sind Sie auf dem Weg? Ja. Ricardo, das geht nicht. Scheiß an. Ich habe Ihren Samuels-Typen zur Androidenabfertigung geschickt. Sobald das Teil tot ist, werde ich ihm Zugriff auf Apollo geben und die Abregelung aufheben. Schafft Samuels das? Er hat gesagt, er wolle helfen und ich habe hier meine Hände voll. Außerdem ist er ein Synthet. Sollte leichter für ihn sein, da reinzukommen. Vermutlich. Ripley, wir sind das Einzige, was zwischen Sevastopol und einer... Ach, sorry. Katastrophe steht. Die absolute Katastrophe hat bereits stattgefunden, Waits. Jetzt bleibt uns nichts, als das Scheißteil zu töten. Als könnten wir es töten. Jetzt mal ernsthaft. Was erwarten die? Jo. Ich meine, okay, ich habe einen Flammenwerfer, ja? Das ist schon mal geil. Aber trotzdem. Glaubst du, ich spazier da hin? Und dreht dem Vieh einfach einen Hals rum, oder was? Wie die kommen. Ja, nice. Was auch immer das sein soll. Ja, genau. Lawrence Systech Spire. Da müssen wir hin. Schlitzboots. Hier ist erstmal nichts in der Nähe. Super Idee. Ein Alien töten. Beste Idee. Bitte lassen Sie Gepäck oder Ausrüstung nicht unbeaufsichtigt. Nö, keine Angst. Ich habe meinen Flammenwerfer immer bei mir. Jetzt mach auf das Ding. Dieser Waggon für den Lorenz-Inspektor. Genau, da will ich auch hin. So, gespeichert haben wir. Fahren wir ein bisschen Bahn. Mit Bus und Bahn. Aber ich will doch zu diesem Systech-Turm. Wo genau geht's da auf? Und warum ist die Musik so bedrohlich? Fang ich direkt an zu stottern, Junge. Haltestelle für Sixon Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet. Ich bin im Systech-Turm.
Halt mal dein Maul. Viele Störungen, ja. Immer ein gutes Zeichen. Okay, ich muss da hoch. Ach, ich habe gar keinen Bock, ey. Ach, hör doch auf, da rumzuschwingen. Ich will doch nur gucken, ob jemand in der Nähe ist. Da war mal eine Karte, die haben wir scheinbar schon. Ich drück immer das Falsche. Och, gehen wir da mal rein. Boah, shit, Alter. Scheiß Spiel, ey. Leck mich doch am Arsch, ey. Ich höre doch da einen Syntheten. Finden und aktivieren sie. Leck mich am Arsch, der brennt einfach und läuft auf mich zu. Ist das dann scheiße als. Dies ist keine Übung, ich brenne wie Sau, Junge. So. Was passiert da? Alter, ist das dein scheiß Ernst? So, wir laden uns jetzt erstmal wieder durch. Nice. Ja, es war doch ganz einfach jetzt. Ich habe zweimal daneben geschossen. Bin mir ja nicht ganz so sicher, ja? Eigentlich bin ich ja... Man, auf der Straße nennt man mich One-Shot, One-Kill-Meo. Mach auf das Ding. Ach. Wait, was ist los mit dieser Station? Das war eine gute Frage. Da müssen wir eigentlich nicht durch. Wir können hier rum. Auch die meisten der Systeme abgeschaltet. Hinzu kommt, dass alle zu sehr damit beschäftigt sind zu überleben, als dass sie irgendwas instand halten könnten. Und voilà, Chaos. Ja gut, der Schacht bringt uns nichts. Wir müssen da hochlaufen. Ich habe eine Idee. Wir machen jetzt hier. Das musste wahrscheinlich geschehen, aber es war deine Idee, nicht meine. Lass mich verarschen. Die haben gar keinen Bock, zu dem Geräuschmacher zu gehen. Wir laufen einfach an den vorbei. Okay, es geht nicht. Scheiße, Junge. Wie komme ich da hin? Ich geh da jetzt einfach mal. Ich gehe mal dahin. Ich glaube, das war nicht richtig. Ich hatte ein bisschen Panik. Nee, hier bin ich einfach komplett verkehrt. Ich muss wahrscheinlich die Treppe hoch. Aber da war das scheiß Alien, Mann. Ist der dahin, weil ich den Geräuschmacher geworfen habe? Hm. Was ist dieses Legende? Legende von Interesse?
Aber ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher, ob mich das so hart interessiert. Ja, okay, Loot. Loot geht eigentlich immer. Ah, Sensor. Okay. Wir waren doch schon mal hier. Neuverkabel. Luftreinigung, das ist eigentlich scheißegal. Wir brauchen Lautsprechersystem, Luftreinigung. Was denn für ein instabiles System? Wait, die Kreatur, wie sollen wir sie einsperren? Halt doch dein Maul. Bin ich hier eigentlich richtig? Ja. Ich bin hier richtig. Nice. Könnte ich mal bitte speichern? Der hat mich nicht gesehen, oder was? Alter, jetzt geh doch einfach. Wir haben es scheinbar hier mit dem dümmsten aller Aliens zu tun. Erstmal speichern. So, ich würde sagen, was wir im Server-Hub finden, findet ihr raus in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen oder einen Kommentar da. Da freue ich mich immer drüber. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.